Danke für die Auskunft, Kommandant. Was gibt es sonst noch in der Stadt? Alles, was ihr wollt. Kurz gesagt, das hier am höchsten... Ja, okay. Da laufen wir nur im Kreis. Ah. Die verfolgt uns die ganze Zeit, also... Hey, ihr da! Wer, ich? Psst, ja! Hört, ich hab euch ein Unglaub... Seht her, ich biete euch diese Zerbitenträne. Ein wunderschöner, äußerst seltener, unsagbar wertvoller Stein. Ein Schmuckstein. Und darüber hinaus lauern geheime Kräfte im Inneren dieser Kostbarkeit. Zumindest habe ich das gehört. Irgendwann von irgendjemandem. Ich sehe, ihr seid interessiert. Für 300 Goldstücke soll der Gegenstand euch gehören. Alles, was ihr sagt, ist Schwindel und Betrug. Lasst mich in Ruhe. Nicht zufrieden mit meinem Angebot? Ein spezielles Angebot nur für euch. 100 Goldstücke für diesen wertvollen Gegenstand. In Ordnung. Ich bezahle. Nun, dann habt viel Freude an dem schönen Edelstein. Oh, das haben wir gekriegt. Zerbitenträne. Ja. Gut, was ist hier drin? Kaiserliche Armbrust, Trollspalter. Oh, ein paar nette Sachen. Gut. Also ja, wir haben auch, glaube ich, Hauptmann Ishtars Sorgen. Ishtar, der Hauptmann der Stadtwache, hat allerlei Sorgen mit Gaunereien in Empyria. Ishtar wird Traumstoff aufkaufen. Ishtar hat Sorgen mit den Leuten, die gegen die gesetzeswidrig Traumstoff verkaufen. Ihr habt seine Erlaubnis, diese Leute auszuschalten. Solltet ihr irgendwie an Traumstoff kommen, wird Ishtar ihn aufkaufen, um ihn von der Straße zu haben. Solltet ihr auf den Hehler Brigor treffen, dann verhaftet ihn und bringt ihn zu Ishtar. Also ja, da oben kommen wir eh nicht rein. Oh, hi. Achso, da kommen wir auch nicht rein, oder? Dieses Tor ist verschlossen hier. Also wir kommen noch gar nicht in den Zirkus und auch nicht da in der, zum Portal in die Wüste. Okay. Kann ich euch fragen, was hinter diesem Tor liegt? Das Portal in die Rote Wüste. Ein verbranntes Ödland voller Hasim und Untoter. Darf man es betreten? Seid ihr von Sinnen? Außerdem habt ihr bestimmt keinen Passierschein. Nein, den habe ich nicht. Dann wird das nichts. Aber ganz im Ernst, dorthin würdet ihr auch nicht wollen. Gut. Ich kann aber mal die beiden Tierchen hier unten töten. Oh, Priester. Ja, hier ist der Tempelbezirk. Und hier oben kommen wir auch nicht weiter. Hier kommen wir garantiert auch nicht weiter. Und hier werden wir auch nicht weiterkommen. Hier kommen wir auch gar nicht hin. Hört mir gerade so auf. Die beiden Laura sollte ich gut schaffen. Vor allem mit Berserk. Kämpft! So. Okay.
Ja, Flink war hier, das wissen wir. Hier hoch brauchen wir gar nicht gehen. Ach, und hier kommen wir auch gar nicht weiter. Okay. Das heißt, ohne Flink kommen wir gerade nirgends hin. Also, Flinky. Achso, mit ihm haben wir ja schon geredet gehabt. Doch. Na, wenn das nicht der Runenkrieger... Grüße, Flink. Ihr hier in Xu? Ach, was frag ich? Es ist Krieg, sie spielen neuer Lied. Kein Wunder, dass ihr hier auftaucht. Und was kann Flink McWinter für euch tun? Ihr könnt mich zu einer Dame namens Alia begleiten. Alia? Ich kenne keine Alia. Ja. Nun, sie sagt, sie hat noch etwas Geschäftliches mit euch zu regeln und ich soll euch abholen. Geschäftlich? Ja, natürlich. Diese Alia, ja. Ich erinnere mich. Seht mal, ist das nicht ein Drache dort oben? Ja, jetzt spielen wir mit Flink. Einmal Reise nach Jerusalem. Verfolgt Flink McWinter durch die Unterstadt. Flink versucht sich aus dem Staub zu machen. Ihr müsst ihn verfolgen. Wahrscheinlich wird er versuchen, die Gegebenheiten der Stadt für seine Flucht zu nutzen. Seid also auf ein paar Überraschungen gefasst. Tag. Seht mal, das ist doch der Mensch, auf den 100 Goldstücke ausgesetzt sind. Okay. Oh, die Laura respawnen übrigens. Zurück mit euch! Achtung! Kämpft! Okay, Flink wird wirklich sterben. Habe ich das so gefühlt? Flink sollte eigentlich genau wissen, dass das gegen uns nichts bringt. Heda, wer will sich das Kopfgeld auf den Runenkrieger verdienen? Zurück mit euch! Vorsicht! Machen wir mal die Aura an, dann hauen wir vielleicht etwas stärker zu. Verteidigt euch! Na, schon ein bisschen. Vorsicht! So, wohin hat sich Flinky jetzt wieder verkrümelt? Wir sehen ihn ja zum Glück. Stärke und Aura der Stärke, ja. Also solange wir alleine unterwegs sind, ist die Aura der Stärke gar nicht mal so schlecht. Haben wir davon noch eine stärkere Variante? Nö. Hilfe! Man will mich entführen! Hilfe! Zeit zu sterben! Zurück mit euch! Okay, Flink ist jetzt hier hingerannt.
So, Flink. Hilfe! Hilfe! Ich werde überfallen! Raub! Mord! Hilfe! Hört mit dem Unsinn auf, Flink. Das glaubt euch sowieso niemand. Jetzt kommt schon. Alia erwartet euch. Ihr versteht nicht. Alia verlangt von mir 15 Goldstücke als Abgabe für die Diebesgilde. Ich habe gerade mal 5. 5 hart erarbeitete Goldstücke. Ohne weitere 10 Goldstücke sollte ich da gar nicht erst aufkreuzen. Sonst verpassen die mir ein rotes Lächeln, von Ohr zu Ohr, wenn ihr versteht, was ich meine. Habt ihr die 10 Goldstücke? Gut. Haben keine andere Wahl. Also gut, hier habt ihr das Geld. Ich will für euch hoffen, dass ihr die Wahrheit sagt. Tatsächlich, 10 Goldstücke. Seid ihr sicher, dass ihr das machen wollt? Ich meine, sollten wir nicht lieber dafür ordentlich feiern gehen und dann... Ja, war ja nur ein Vorschlag. Kommt schon, Alia wartet. Abmarsch! So. Oh, ich habe hier sogar Aura der Stärke Stufe 11. Der 11 will ich eh. Ich will eigentlich 12 erreichen. Also 12 wären. 4 Level. Sollte machbar sein. So, da ist Flink. Aber gucken, hat uns die Wache noch was zu sagen? Nein. Na, wen haben wir denn da? Königin der Diebe, ich entbiete euch meine Grüße. Und? Flink. Und untertänigst die 15 Goldstücke als meinen Beitrag für eure Gilde, natürlich. Na also, McWinter auf dem rechten Pfad, dass ich das noch erleben darf. Danke, Runenkrieger. Ja, danke, Runenkrieger. Gucken wir mal, was hat uns die Wache noch zu sagen? Vor allem hier sind einige abtrünnige Apotheker unterwegs. Immer daran denken, Freund. Der Kaiser ist gut, der Kaiser ist weise. Okay, mehr hat uns nichts zu sagen. Gut. Jetzt mal gucken, ob dieser... Gregor jetzt hier unten aufgetaucht ist. Auf jeden Fall sind die Pyria-Banditen hier unten aufgetaucht. Kämpft! Also mit dem Bogenskill ist das übel. Zeit zu sterben! Oh, da ist tatsächlich Brigor.
Halt! Nicht! Cerberus, Gnade, wer seid ihr denn? Der Schlechter von Konach? Das Monster von Drachlur?